Mir wurde letztens auf YouTube ein Video von der Sendung TAF vorgeschlagen. Gibt es TAF überhaupt noch? I don't know, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall zeige ich euch mal ganz kurz die Kernaussage dieses wundervollen Videos und was da alles vielleicht doch passiert. Gail ist geil. Ich liebe Gail. Und ich liebe meinen Mann, Mr. Rich. Die hat so viel Geld. Ja, es geht nämlich um diese reizende, flotte junge Dame, die sich einen Mr. Rich geangelt hat. Und sie erzählt uns, wie sie das gemacht hat und wie das Leben aussieht und was sie für seltsame Gedanken hat. Sie hat ihr Ziel erreicht, Leben im Luxus, ohne zu arbeiten. Denn die Juwelen, die Luxusautos und die teuren Klamotten zahlt er, Mr. Rich. Oh ja, ich sehe jetzt schon Liebe in den Augen dieser beiden Menschen. Die sind füreinander geschaffen. Ja, direkt am Anfang stellte sich die Frage, hat die nette Dame Ivana mit ihrem Mr. Rich ein Liebesverhältnis? Lieben sie sich wirklich oder geht es vielleicht nicht einfach an Prostitution, was sie da macht? Es ist schlecht an Prostitution, wenn beide zufrieden sind und eine geben und nehmen. Ah ja klar, es ist einfach nur ein Geben und Nehmen. Was soll schon schlecht sein an Prostitution? Alles klar, Ivana. Anscheinend lieben die beiden sich dann doch wirklich und es ist einfach nur wahre Liebe zum wahren Geld. Wow. Vor 14 Jahren heiratete die heute 41-Jährige... Stopp. Die Frau ist 41? Die Frau sieht aus wie 60, die gerne aussehen würde wie 41. Okay, ja. Anscheinend ist diese Dame 41 Jahre alt, liebt ihren Mr. Rich sehr, sehr... Und ist eine Prostituierte mit 41. Wow. Das... Wow. Wenn sie shoppen geht, gibt sie gern mal rund 20.000 Euro aus. 20.000 Euro. Okay, wenn man in einer Dimension lebt, ist das dann vielleicht okay. Aber ich kann mir nicht mal vorstellen, wie ich jetzt einfach fürs Shoppen 20.000 Euro ausgeben soll. Ja, irgend so ein Justus Aurelius so. Egal. Das ist doch einfach nur Kleingeld. Aber für mich ist das mehr Geld. Davon könnte man sich ein Auto kaufen. Ein schönes Auto. Ein schönes neues Auto. Auch das Auto eben Geschenk ihres Mannes. Ja, klar. Alles Geschenke von meines Mannes. Ich will jetzt nicht super rassistisch klingen, aber hat diese Frau gerade auf den schwarzen Chauffeur gezeigt und gesagt, das sind alles Geschenke meines Mannes? Okay. Okay. Warum nicht? Naja, jetzt frage ich mich aber natürlich auch, was hat Ivana gemacht, bevor sie ihren Mr. Rich kennengelernt hat? Kinokritikerin war sie angeblich mal. Ja, wenn wir jetzt einmal ganz kurz drüber nachdenken, wie ihre Kinokritiken wirken, wenn sie zu solchen Sprachperlen wie diesen gekommen. Gail ist geil. Ich liebe Gail. Und ich liebe meinen Mann, Mr. Rich. Die hat so viel Geld. Dann war sie wahrscheinlich eine sehr erfolgreiche Kinokritikerin. Und das TAF-Team hat dann Ivana natürlich im Alltag mit begleitet. Sie musste zum Friseur und stellt dann Schockierendes dort fest. Und nein, es geht nicht um Fingernägel, es sind gravierende Dinge. Marito, meine Uhr funktionieren nicht. Mach was. Was soll er denn jetzt machen? Ist er zufällig Uhrenreparateur? Ist er Zauberer? Soll er mal vorbeikommen und drauf klopfen? Kann die sich nicht selber helfen? Also, was ist das? Der hat wahrscheinlich Besseres zu tun. Nein, hatte man nicht. Sie gehen natürlich jetzt zum nächsten Juwelier und holen eine neue Uhr. Das wird für mich gemacht. Eure Uhr für billige Frau. Okay. Ja! Oh, Ivana freut sich so sehr, dafür gibt es erstmal direkt einen dicken Schmatzer für ihren Mr. Rich. Ja, der ganze Grund für diesen Beitrag ist nämlich aber auch ein Buch, was Ivana geschrieben hat, mit dem Titel Wie angle ich mir Mr. Rich? Mit diesem Akzent geschrieben. Und dort stellt sie die einfachsten Tipps und Tricks vor, wie man sich natürlich einen Millionärsgattin angelt. Tipp 1, falle auf und zeig, was du hast. Zum Beispiel in einer durchsichtigen Bluse. Ah, warum habe ich das gesehen? Warum habe ich euch das gezeigt? Egal. Vielleicht sollte man noch einfach mit dem Mann dann auch beim ersten Date ins Bett steigen. Nein, never und ever. Never und ever. Was denn jetzt? Zögere den ersten Sex sehr lange raus. Okay. So berechnet Irina Bella bestimmte Sexpraktiken mit Schmuck im Wert von 20.000 Euro. Dann ergibt es natürlich wieder Sinn für eine Prostituierte, das ein bisschen rauszuzögern, weil man will ja nicht allzu billig wirken. Ja, okay. Ja, zum Ende dieses Beitrages kommt es dann natürlich auch zu einer wunderschönen Szene, wo sie langsam sich vorbereiten muss, um ihr wunderschönes Buch mal vorzustellen und soweit kommt es dann. Jede Frau ist eine Prostituierte. Achso, wenn jede Frau eine Prostituierte ist, dann ist sie ja jetzt explizit nicht unbedingt eine besondere Prostituierte. Was für eine wundervolle, tiefe Aussage von der ehemaligen Kinokritikerin. Gut organisiert, ich gebe dir heute noch einmal ein Küsschen. Okay. Oh mein Gott, er hat das so gut gemacht, er hat sich einen zweiten Kuss verdient. Boah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist der glücklichste Mann der Welt. Der Welt. Becky!
Kannst du mir Wasser ohne Kohlensäure bitte bringen? Ja, sie ruft ihren Mann Specky. Was für ein liebevoller, süßer Spitzname für ihren Göttergatten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, der Göttergatte findet dann allerdings stilles Wasser nicht und dann muss Ivana nochmal mit der Peitsche ein bisschen hinterhergehen. Gibt's. Augen auf. Es gibt stilles Wasser, macht die Augen auf. Wie ein Haussklave. Dafür hat doch extra Specky, Mr. Rich, jemanden... Oh Gott, nein, Max, sag es nicht. Szene vorbei. Wir sind dann auch auf einer wundervollen Party und dort kommt natürlich das Kamerateam auch mit und fragt dann Ivana so, hey, sind da nicht auch andere schnieke Männer was für dich? Zackte 41-Jährige, wie dieser Mann hier. Er hätte sie nie interessiert. Nicht mein. Weil er hat kein Geld. Wow. Und zum Ende dieses Beitrags schließt dann Ivana nochmal mit einer Theorie, mit einer Weisheit, mit Wissen, das nur sie hat, ab. Weil sie kennt alle Menschen dieser Welt. Denken Sie, von 10 Frauen, Ihrer Meinung nach, wünschen sich wie viele Mr. Rich? Alle 10. Ja, nämlich alle 10. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Alle Frauen sind Prostituierte, sprach diese Frau. Ja, und das war's dann auch schon mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch eine Prostituierte seid, die nur auf Geld aus ist und euch dieses Buch vielleicht auch einfach kaufen wollt. Ich promote das jetzt mal gerne. Ich kann es euch gerne bei Amazon raussuchen und den Link unten reinschreiben. Ich mache das, glaube ich, wirklich, falls es jemanden näher interessiert, will man ja nicht zu lange suchen müssen, es könnte anstrengend sein. Ja, ansonsten, falls ich euch gefallen habe, könnt ihr mir gerne hier ein Abo dalassen und ansonsten da und auch da andere Videos von mir ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, ich fand es amazing. Bis zum nächsten Mal, ciao!